Hier ist wieder euer Stahlverbieger und wir sind hier wieder bei meiner Blockhütte und es geht wieder um Fragen von euch. Und fangen wir auch gleich mal an. Ich wurde angemeldet und da fragte jemand, muss man unbedingt Noten können? Noten in Anführungsstrichen. Also ich sage jetzt mal, was man nun nicht unbedingt können muss, ist 16. bei Tempo 140 vom Blatt spielen. Das finde ich ist nicht unbedingt erforderlich. Was ich aber meine, was man definitiv können muss, ist rhythmisch Noten lesen, das heißt zu wissen, was 16, Achtel und so weiter sind. Ich finde, das ist unerlässlich und man sollte auch die Töne auf dem Griffbrett beherrschen, denn wenn man nicht weiß, welche Noten man spielt, dann weiß man ja auch nie, welche Töne einen Zusammenhang bilden. Dann weiß ich ja nie, welche Akkorde zusammen funktionieren, ne? Und Tonleitern, ich kann ja nie auf irgendwas zurückgreifen dann. Also ein bisschen theoretischer Background für Tonleitern ist ja relativ schlau. Denn wenn ich weiß, welche Töne eine Tonleiter bilden, dann kann ich mit den Tönen der Tonleiter ja auch Akkorde formen, ne, über die ich dann diese Tonleiter spielen kann. Das ist ja logisch, das muss ja einhergehen. Ne? Eine Tonleiter nimmt man, besteht aus ein paar Tönen, diese Töne bastel ich zu Akkorden zusammen. Und dann sind das ja die Akkorde, die mit dieser Tonleiter funktionieren müssen. Das ist ja völlig logisch. Ne? Eine Tonleiter kann ja nur über Akkorde funktionieren, die gleichen Töne beinhaltet oder die Akkorde die gleichen Töne beinhaltet wie die Tonleiter. Das macht ja irgendwo auch Sinn. Ne? Also, das ist, also wie gesagt, Noten lesen vielleicht nicht unbedingt, Noten sollte man aber können. Also das ist meine Meinung. Alleine, ja, egal. Ne? Macht Sinn. So, dann wurde ich gefragt nach einer guten Akustikgitarre. Gute Akustikgitarre im etwas günstigeren Preissegment. Definitiv bei Nylon-Gitarren sind Ortega, kann man alles kaufen, ist alles gut für den Preis sowieso. Und im Western-Gitarrenbereich eine günstige Firma, wo ich denke, dass es gute Instrumente sind, die ich auch selber schon gekauft habe mit einem Schüler zusammen oder mit einer Schülerin war es in dem Fall, das sind Sigma-Gitars. Wenn ich nicht ganz falsch liege, ist Sigma die etwas günstigere Version von Martin-Gitarren. Und da komme ich schon zur nächsten Frage. Mich fragte jemand nach ein paar Begrifflichkeiten, und zwar Dreadnought. Und da erkläre ich auch gleich nochmal den Begriff Jumbo. Jumbo ist ganz einfach, das bezieht sich auf die Korpusform bei einer Western-Gitarre, wenn diese relativ groß ist, dann ist das eine Jumbo-Form. Und Dreadnought, ich gebe es jetzt nicht ganz genau wieder, googelt diesen Begriff mal, das bezieht sich auf den Halsansatz bei einer Akustikgitarre, wenn er ganz bestimmt geformt ist. Das hat nämlich was zu tun, das kommt von der Firma Martin auch her, gegründet glaube ich 1916 oder aus diesem Baujahr zumindest. Oder da wurde dieser Begriff geformt. Das bezieht sich auf alte Kriegsschiffe, auf die Front von denen. Das ist dann dieselbe Form wie der Korpusansatz, der Halsfuß hat. Also ich gebe es jetzt ganz schwammig wieder, aber es ist genauso. Da kommt irgendwie dieser Dreadnought-Begriff her. Also für Feinschmecker, sucht das mal raus, wo ihr das vielleicht irgendwo, vielleicht bei Wikipedia oder so findet und dann könnt ihr das ja oder die Videos, die genaue Beschreibung davon mal drunter packen. Also die Gitarren sind ganz cool. Dann wurde ich noch gefragt zu Ovation-Gitarren, was ich davon halte. Ja, Ovation ist natürlich so eine Klassiker- Marke. Das sind so, die haben so Roundbacks, die haben so aus Kunststoff geformte Korpus Rückseiten sozusagen bei Western-Gitarren und haben so einen ganz bestimmten Sound irgendwie. Der ist heute ein bisschen, ich sag jetzt mal, ist sicherlich ein bisschen, ich nenne es jetzt mal Old School, so, also die, heute ist man wieder auf den traditionellen Akustikgitarren, aber diese Ovation-Gitarren, die waren mal tierisch angesagt, das muss man mal sagen. Ja, und dann bekam ich noch eine Frage, wie das sich mit dem Kammerton A verhält und warum der bei 440 Hertz liegt und so weiter und warum es verschiedene Anstellmöglichkeiten gibt bei den Stimmgeräten. Ja, das mag sein, dass früher der Kammerton A auf anderen Herzzahlen geeicht wurde. Für uns Gitarristen oder auch Rock-Pop, auch Keyboard und so, ist das eigentlich alles mittlerweile relativ egal. Wir in unserer Rock-Pop-Welt stimmen unsere Instrumente, sprich die A-Seite, eigentlich immer auf 440 Hertz. Und das ist eigentlich durch die ganze Bandbreite so geblieben. Und diese ganzen Herzgeschichten, wenn man jetzt natürlich jeden Ton, den man auf der Gitarre dann weiterspielt, nach der leeren A-Seite, hat dann natürlich eine leicht höhere Herzzahl. Das ist natürlich ganz klar. Fragt mich aber bitte jetzt nicht, mit welcher Herzzahl jetzt jede Note schwingt. Ich glaube, die A-Seite schwingt auch gar nicht mit 440 Hertz. Ich glaube, die schwingt sogar mit 220. Ich bin mir da jetzt gar nicht ganz so sicher, aber ich meine, das ist sogar so, dass diese Herzzahl eigentlich gar nicht so wirklich stimmt. Aber
Das kommt ursprünglich von dem Kammerton A. Und witzigerweise ist es so, dass ich habe da nämlich mal eine sehr interessante Doku gesehen, dass zum Beispiel Orchester in Europa tatsächlich auf 440 Hertz stimmen und Orchester in Amerika, ich habe da nämlich mal einen sehr interessanten Workshop eines amerikanischen Dirigenten in Deutschland sogar gesehen und die Orchester in Amerika stimmen auf 443 Hertz, ganze 3 Hertz mehr. Und dieser Dirigent, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hat aber dann von dem Orchester in Deutschland verlangt, dass sie alle ihre Instrumente um 3 Hertz nach oben stimmen. Das, weil sonst wollte er mit seinem Workshop nicht loslegen. Das fand ich sehr beeindruckend, dass er das unbedingt wollte. Und da waren natürlich die, es waren glaube ich Studenten, waren doch sehr baff, weil das macht ja sonst nie einer. Also, so viel dazu zu diesen, wer noch was Interessantes zu diesem Kammerton A oder was zu sagen hat, der kann das gerne schreiben. Wie gesagt, für uns auf der Gitarre macht es nicht mehr wirklich irgendeinen Sinn, eine Unterscheidung zu machen. Wir stimmen auf 440 Hertz. Damit hat sich das Thema an und für sich erledigt. Ja, viel Spaß!